Abend für Abend wurde im Theater des Kindes gespielt, gesungen und gelesen. Und das nicht umsonst, sondern für einen guten Zweck. Das Mutter-Kind-Haus Linz bekommt die Bescherung diesmal nicht nur vom Weihnachtsmann. Uns war es sehr wichtig, eine Einrichtung zu finden, die mit Kindern zu tun hat. Und eine Einrichtung zu finden, die ganz konkret Anschaffungen machen muss. Es werden Spielsachen gebraucht, es wird ein Fernseher gebraucht, habe ich gehört. Uns war es einfach wichtig, dass dieser Betrag, dieser schöne Betrag, nicht irgendwo in einer Verwaltung untergeht. Die Freude vorhin über diesen Betrag, der da von den Besucherinnen und Besuchern gespendet wurde, ist verständlicherweise groß und ich bin auch stolz, da ein ganz klein wenig mitgeholfen zu haben. Wo andere sich nach Luxus sehnen, freuen sich die Kinder im Mutter-Kind-Haus schon über kleine Dinge. 1585 Euro sind nicht wenig. Und vor allem der kleine Bedarf wird oft nicht über die großen Subventionen gedeckt. Die großen Finanzierungen gehen in der Regel fürs Personal drauf. Wir haben keinen Fernseher. Ich weiß, es ist nicht immer das Wichtigste, dass man einen Fernseher besitzt, aber manchmal braucht man. Und die Kinder sitzen heute dann auch ganz gerne und schauen. Wir werden das Geld sinnvoll verwenden für unsere Kinder hier. Es leben derzeit 12 Frauen mit 18 Kindern hier. Und da ist immer irgendetwas, was zum Nachschaffen ist. Wir haben ja oft genug bei Müttern mit Kindern Lebenssituationen, die sehr bedrückend sind. Es kommen Frauen in Notsituationen her. Also nicht die Frauen des Frauenhauses, aber auch Frauen aus schwierigen Beziehungen. Auch minderjährige Mütter, die kein Dach über den Kopf haben. Im Mutter-Kind-Haus erfahren Familien in Notlagen Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe. Und gerade zur Weihnachtszeit, wenn das große Schenken losgeht, ist diese Hilfe bitter nötig. Neben dem Geld für neue Spielsachen und Einrichtungsgegenstände wird den Kindern aber auch noch etwas ganz anderes geschenkt. Wir haben 18 mal zwei Freikarten. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kinder viel erleben, dass unsere Kinder Verschiedenes erleben, dass unsere Kinder die Vielfältigkeit des Lebens kennenlernen. Wenn man sagt, Theater oder Kultur ist ein Lebensmittel, dann übertreibt man es. Ja? Aber es ist ein Mittel, das zum Leben dazugehört. Kinder haben Hunger. Hunger nach Liebe, Hunger nach Familie und Hunger nach Kunst und Kultur. Nun, wenigstens in dem Punkt werden sie im Theater des Kindes bestimmt noch lange satt werden. Der Denker und Dichter. Und deshalb haben wir